Hallo Leute und willkommen zurück zu Bring of Isaac. Wir waren in KS1, haben Boss besiegt und wir gehen weiter. Was heißt gehen? Wir fliegen ja. Wir haben nur einen Kopf und einen Scheißhaufen. Ja. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Bomben nehmen wir natürlich mit. Und Feuer machen wir aus. Gut. Ja, die Scheißteile mit Reichschuss weg, gut zu wissen. Hallo? 2, 1, 2, 3. So. Ab in den Raum hier. Zeug klauen und abhauen. Rein. Und raus. Geschafft. Aha. So leicht macht man so einen Raum. So. Kriegen wir wieder mal einen Schlüssel. Uhu. Geh weg und explodieren. Weg, weg. Explodieren. Ich will, dass er durchs TNT schnippert. Das stimmt halt nicht durchs TNT. Was haben wir im Shop? 2 Fliegen. Die Leiter. Ja, die Leiter. Sehr sinnvolle Investition. Muss man schon sagen. Wow. Irgendwas bringt das Spiel gerade ein bisschen lecken. Es ruckelt ein bisschen. Bin ich nicht zufrieden. Aua! Weg da. Rein hier. Das ist jetzt Mobs Contact. Jetzt haben wir nämlich Freeze-Effekt. Jetzt frieren die Gegner ein, dadurch wieder zu treten. Sehr schön. Das ist geil. So, hier könnte der Geheimraum sein. Schade. Gehen wir mal hier noch lang. 1, 2, 3. 1, 2. Da, das macht Mobs Contact. Ist schon episch. Muss man so sagen. So. Ganz dahinter laufe ich nicht mehr. Ist ja nichts mehr. Wir haben schon alles. Ist er da? Nein, dann ist er hier. Dann laufe ich halt doch noch dahinter. Ah. Das ist echt scheiße. So, so, so. Geh, sterb. Geh, sterb. Schlüssel. Da geht's ja noch entweit. So. Das Freeze-Effekt ist echt geil. Was haben wir hier? Alter, wie weit geht's denn da noch? So, selber erst. Danke. Danke dafür. So, ein Spielraum ist noch da. Den werde ich kaputt machen. Nee, ich wollte ihn. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich ihn nennen wollte. Irgendwie anders wollte ich ihn nennen. Casino. So, jetzt gehst du kaputt. Du kaputt. Und du kaputt. So, und tschüss. Und ein Herz. Also, was heißt Herz? Leben. Abkürzung. So. Ab nach unten. Für eine Kackpille. Geh weg, geh weg, geh weg! Ah, war das dumm. War das dumm. Was macht der Hermit eigentlich? Bringt mich in den Shop, kann es sein? Gut. Kleine Abkürzung. Schlüssel habe ich genug, um in den Shop zu kommen. Also. Ah, gegen Fistula. Sehr schön mit Freeze-Effekt. Da wird es ein bisschen einfacher. So, und durchs Einhorn wird es auch leichter. Sehr schön. Es ist eh schon fast alles tot. Und ich werde trotzdem erwischt. Das gibt es ja nicht. 1,
So. Okay. Ah, endlich ein Teufelsraum. Ich hoffe, es kommt da noch ein zweiter für Eve endlich mal. Alter. Ich kann doch schon fliegen. Dann nehme ich mir halt den Nagel. Macht. Keine Ahnung, was der alles macht. Auf jeden Fall macht er. Ich kann durch Türen rennen, ich kann Steine kaputt rennen. Ich krieg mehr Schaden. Ich mach mehr Schaden. Und ja, keine Ahnung. Deswegen setze ich den jetzt hier gleich ein. Da sieht man, was ich kann. Die Fliegen retten mir hier so ein bisschen das Leben. Wollte ich nur sagen. Ihr wisst, wie sehr ich diese Gegner hasse. Haha, alles kaputt rennen. Dabei fliege ich. Stars bringt mich in einen Raum. Ich will Dr. Fetus haben. Jetzt habe ich nämlich Homing Bombs. Das heißt, die verfolgen Gegner die Bomben. Bla 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 bla. Bla bla bla. Aua. Boah, ich muss ja aufpassen. Ich habe ja nicht viel. Ich habe nicht viele Herzen. Ich habe nur 4 Herzen. Aua, das gibt's doch nicht. Ich bin doch so doof. Boah, wenn ich jetzt da reingerannt wäre, das wäre schon bitter. So, überlebt. Weiter geht's. Verfolgt die Gegner. Verfolgt die Gegner. Hallo, Bombe. Boah, Alter. Ja, war ja klar. Letzte trifft mich dann. Ich sterbe. Nagel wieder voll. Aber ich habe noch 2,5 Herzen. Ich habe zwar noch ein extra Leben, aber. So. Von der Seite ran. Ja. Ich werde nicht vom Laser getroffen, ich renn rein. Das schaff auch nur ich. Wollt ihr mir keine Herzen oder so geben? Das wäre doch viel geiler. Uhuhu. Dann alle hier rüber. Das war gewagt. Nennen wir es mal gewagt. Ah, das war dumm. Ich will das jetzt nicht hier verlieren. Das war sehr dumm mit dem Deal mit dem Teufel, aber ich will Eve auch freischalten. Brauchen wir auch das Secret. Nur nicht. Jetzt darf ich nicht getroffen werden. Der Raum ist so leicht. Mit Fliegen. So. Und fertig. Krieg ein halbes Herz. Gefällt mir. Ist das da der Geheimraum? Ja, da ist der Geheimraum. Geld, cool. Aber jetzt kommt bestimmt eh Greed in dem Shop. Muss ja fast so sein. So. Sehr schön. Ein erfischt zumindest. Boah, ist das scheiße. So. Und fertig. Und fertig, danke. So, ein Herz. Naja, kann besser laufen. So, aufpassen, dass ich nicht sterbe. Erstmal das Herz stoppen, erstmal das Herz stoppen. Wow, Alter, war das eng. So, alle schön hier drüber laufen lassen, immer. So, erstes weg. Ah, das gibt's doch nicht.
Alle haben nur noch 2 Hits. Alle sind eh schon halb tot. Ich schaff's nicht, die ganz zu töten. So, jetzt hat er aber. Gut, gut. So, so. Das ist jetzt nicht so das Problem. Sehr schön. Speed up. Ui. Das hat noch gefehlt. Jetzt einmal quer auf den aufpassen, der da ist. Und jetzt sind sie. Kein Problem mehr. Und tot. Noch eine Pille, die hatten wir noch nicht. Muss ja auch endlich mal was Gutes kommen. Ich will immer noch einen Job finden. Warum renne ich eigentlich rein? Warum? Telepille? Schade. War es jetzt eine Abkürzung oder hat es das nur noch länger, dass es länger dauert gemacht? Man weiß es nicht. So, jetzt gehe ich sterben. Boah, war das eng. So, tot. Sehr schön. Was haben wir hier drin? Heilung? Nee. Explosive Diarrhea brauche ich nicht. Geh in den Shop. War ja klar. Was hat man anderes erwartet? Der spuckt gleich. Nein, er beschwört. Jetzt spuckt. So. Kann man den Raum hier auch noch machen, wenn man schon dabei ist. Einmal kurz Level Junior ausschalten. Oh, dann werde ich noch getroffen von dem scheiß Ding. Warum hänge ich mich nicht einfach über den Abgrund? Jetzt geh weg. Gib mir ein Herz. Keine scheiß Bombe. Naja, ja, jetzt pinkelt er wieder vor jedem Raum. Gut, dass ich noch das zweite Herz habe, aber ich weiß nicht, ob ich den Boss jetzt ohne Damage schaffe. Aber ich mache jetzt hier einen Schnitt. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wo wir hoffentlich nicht sterben werden. Also, Leute, bis dann. Tschüss.